Hey Leute, ich bin Fritz vom Kanal End of the Comfort Zone, bin mit Bombe unterwegs auf einer kleinen Urbex Lost Place Tour. Gucken uns heute diese alte verlassene Börse an und ihr seht schon im Hintergrund, die Location ist einfach der absolute Wahnsinn mit einer der krassesten Sachen, die ich je gesehen habe. Hier in echt wirkt es nochmal viel heftiger und ich würde sagen, bleibt dran, los geht's! Das waren hier wahrscheinlich so alte, ja, kleine Kammern, wo dann irgendwelche Geschäfte gemacht worden sind, wo man ein bisschen seine Ruhe hatte mit seinem Handelspartner. Im Hintergrund seht ihr noch komplette Karten, dann so noch Schiffswege eingezeichnet, wahrscheinlich irgendwelche Handelsrouten. Hier auch wieder alles verziert mit edlem Holz, Malerei oben, die Decken. Also ich sag mal pompös und edel vom Allerfeinsten. Wir haben noch so eine Skala, wahrscheinlich von den Farben her für die Wandmalerei, wie tief die Ozeane waren. Und hier Höhe zum Meeresspiegel. Und hier sind, genau, Höhe zum Meeresspiegel. Das heißt, man sieht sogar an den Farben der Gemälde, hier zum Beispiel, wo das Wasser jetzt extrem tief war, in den dunkelblauen Regionen, und an den sehr braunen Regionen, wo es natürlich starke Erhebungen gab, Gebirge, Berge. Wahrscheinlich waren das hier irgendwelche Auktionaren, also wo hier die ganzen Leute standen. Und dann war oben irgendwie einer, der die ganze Zeit die Kurse rangeschrieben hat. Hier hinten auch nochmal eine alte Tafel. Aber überlegt, wie das vielleicht vor, keine Ahnung, 100, 200 Jahren hier drin war. Alles voller irgendwelcher Handelsleute, die irgendwie wild rumgeschrien haben und ihre Waren verkaufen wollten. Krass. Und es geht pompös weiter. Wieder den typischen Verfall eines Lost Places. Richtig gammelig. Es ist doch etwas eng hier. Ich muss sagen, ich bin überhaupt nicht so dieser Museumstyp oder so, gar nicht. Aber sowas, weiß nicht, das hat irgendwie einen ganz anderen Charme, wenn man es selber erkundet. Ein gewisser Reiz einfach dabei ist, so einfach das anzugucken, worauf man Bock hat und nicht irgendwelche Sachen in Vitrine oder wenn das hier alles, sag ich mal, geputzt oder geleckt wäre, dann hat das irgendwie nicht mehr den Charme. Und so, wenn hier überall Staub drauf ist, Spinnweben, das ist irgendwie was Besonderes. So, der Turm müsste jetzt theoretisch über uns sein. Also erstmal müssen wir mal auf die nächste Etage. Komm mal hier hoch. Also wir wollten jetzt auf jeden Fall versuchen, mal auf diese obere Etage, auf dieses obere Rondell zu kommen. Ah, das sieht doch gut aus hier. Also bis jetzt auf dem Roadtrip auf jeden Fall die krasseste, geilste Location. Die anderen waren zwar auch schon ganz cool, aber die gefällt mir irgendwie am besten. Die ist auch noch so ein bisschen urban, direkt im Zentrum irgendwie. Geiles Ding.
jetzt auch noch einen Zugang gefunden zum Turm. Werden wir nach oben gehen. Ich denke, man hat mal einen guten, coolen Überblick. Die Sonne ist gerade auch noch ein bisschen rausgekommen. Schauen wir mal. Hier geht es auf jeden Fall raus aufs Dach theoretisch. Wir werden jetzt hier nicht raus aufs Gerüst gehen, weil wir einfach viel zu sehr auf dem Präsentierteller sind. Weil wir dann viel zu sehr auf dem Präsentierteller sind. Viel zu sehr auf dem Präsentierteller. Ist deutsch so korrekt erstmal. Klingt halt scheiße. Naja, dann macht der Baum nochmal weiter. Ja. Naja, es klang halt scheiße. Ja. Na jedenfalls gehen wir nicht raus, weil wir halt sonst zu präsent auf dem Präsentierteller sind. Genauso ja, war auf jeden Fall besser so. Also, ihr wisst, worauf wir hinaus wollen. Wir machen hier einen kleinen Gucker, bleiben aber hier dran. Damit sind wir auch wieder am Ende des Videos angelangt und dieser kleinen Tour durch diese verlassene Börse hier. Ich habe es schon zigmal erwähnt, die Location ist einfach der absolute Wahnsinn. Es ist richtig geil hier, diese ganzen Details, diese Struktur in den Wänden und das irgendwie alles verlassen und schon mit Spinnweben zu und ja, einfach geil. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen. Ihr konntet ein paar Eindrücke auch von der Location mitnehmen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wenn irgendwie Fragen sein sollten zur Ausrüstung oder anderen Sachen, schreibt es in die Kommentare. Checkt vorher die Videobeschreibung aus. Da ist auch noch ein bisschen was verlinkt. Instagram, Facebook, der zweite YouTube-Channel und so weiter. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.